Hallo, geht's wieder, ich sehe mit Mega Man 5 Overload 3. Ja, mittlerweile im Juno-Schloss. Und ja, die letzte Aufnahmesitzung ist wieder ein Weilchen her. Daher verzeiht mir, wenn ich mich jetzt nicht gleich wieder an alles erinnere. Ich muss mich hier erstmal wieder einfinden. Aber wird schon irgendwie. Ja, ja, wie gesagt, wird schon irgendwie. Ach Gott. Jetzt muss ich gerade mal hier wieder die Kabel so weit ordnen. Ja, mal schauen, was hier noch so alles gefordert wird. Erstmal sollte ich den Stachelfall hinkriegen. Ich meine, so lange geht das Spiel ja jetzt eigentlich nicht mehr. Jetzt sind es ja eigentlich nur noch zwei normale Level. Dann noch die großartigen 8. Bei denen ich, wie mir gesagt wurde, doch bitte mal die Waffen ausprobieren soll. Das mache ich natürlich gerne. Ich glaube, das wird auch das erste und letzte Mal sein, dass mir in Mega Man gesagt wird, benutzt doch bitte die Waffen. Gut, ich meine, welche speziellen Fälle man dabei im Kopf hatte, kann ich mir schon vorstellen. Ich nehme jetzt einfach mal an, dass unter anderem Starman damit gemeint ist. Ich habe keine Ahnung, wie die Waffe von Waveman bei umgedrehter Gravitation funktioniert. Wahrscheinlich kommt das Projektil dann trotzdem am Boden zustande und nicht an der Decke. Und ja, dann muss ich als Damen am Boden damit treffen, obwohl ich eigentlich drüber bin. Und ja, ich darf mich mal wieder bezüglich für meine Stimme entschuldigen. Die klingt wahrscheinlich ein bisschen kaputt. Liegt primär daran, dass ich gestern eine fast 7-stündige Übertragung hatte. Ohne Pause. Und ja, da ist mein Stimmlich halt dann so ein bisschen angeschlagen, würde ich sagen. So. Was könnte man den Kollegen denn am besten? So, dann will man den mal von der Pelle haben hier. So. Dass ich mal sowas mit Rush Coil machen würde, das hätte ich auch nicht geglaubt, wenn es mir jemand erzählt hätte. So, jetzt haben wir gleich wieder die schöne Rush-Jet-Passage. Ich bin ja auch sehr froh, dass mir da bezüglich dem Hard-Mode von Overload 2 dieser Trick gesagt wurde, damit, dass man, wenn man so nach hinten lenkt, dass man dadurch langsamer fliegt. Ansonsten wäre die Stelle hier für mich natürlich nicht schaffbar. So. Die Stelle hier ist auch nicht dramatisch, wenn ich mich dieser Schrottteile einfach vorher entledige. Die Lücke hier, also nicht Lücke, ist immer noch gemein. Aber hey, wenn es ein Abgrund gewesen, ja. Wann wird es wohl zu einem Abgrund werden? Mal überlegen. Wann könnte es passieren, dass das Ding zu einem Abgrund wird? Doch nicht etwa im Hard Mode. So. Genau. Und hier jetzt einfach Vorarbeit leisten. Einfach Vorarbeit leisten. Die Dinger vorher kaputt machen. Dann passiert uns da nichts. Mein Gott, wie ich mich da anstellen konnte. Aber ja, das kann ich ja immer. Da bin ich ja ziemlich gut drin. Mich anstellen.
Ich habe so das Gefühl, ich sollte vielleicht die Stelle hier nutzen, um mir ein paar Lebenspunkte anzuernten. Anzuernten ist auch eine interessante Wortwahl. Also wenn eine große Waffenenergie kommen sollte, wäre ich die, glaube ich, ja. Wenn das passieren sollte, dieser unwahrscheinliche Fall, dann sollte ich das wohl in Rush setzen. Ja, der Megabuster in Mega Man 5. Es ist halt nicht unlogisch, das ist das Problem dabei. Es ist halt nicht mal unlogisch. Ach komm jetzt, das gibt's doch nicht. So. Okay. Jetzt würde mich gerade noch interessieren, woran bin ich die anderen Male krepiert? Ich vertraue der Sache nicht. Ich hätte auch lieber Rushquill nicht vertrauen sollen. Und ich habe keine Leben mehr, ich weiß. Nochmal von vorne. Mensch, dass der Mega Man 5 Rushquill mich mal erledigen würde. Das hätte ich ja niemals für möglich gehalten. Nicht mal im Originalspiel. So. Das ist alles eigentlich nicht schwierig. Aber da war schon wieder dieses Wort. Dieses unheilbringende Wort eigentlich. Das einfach alles zerstören kann. So, erstmal weg mit dir. Da habe ich mich echt gut positioniert hier. Mega Man kann nicht schießen und gleich im nächsten Moment von der Leiter runtergehen. Das geht einfach nicht. Hey, danke. Hätte ich gerade ganz gut gebrauchen können. Aber naja, die ganze Sache bis hierhin war ja nicht dramatisch. Die Trefferkiste von Rushquill. Ich habe ihn jetzt häufig verwendet. Gerade in Starmans Level habe ich Rushquill echt häufig benutzt. Aber wenn es darauf ankommt, kriege ich es halt trotzdem wieder nicht hin, ihn zu benutzen. Das ist furchtbar. Und irgendwie benutze ich in letzter Zeit häufig das Wort furchtbar, merke ich. Und aus irgendeinem Grund klopfe ich die ganze Zeit mit dem Daumen von unten gegen den Tisch dagegen. Das hört ihr wahrscheinlich auch. Kann ich mir vorstellen. Das war Glück. So. Nach vorne lenken wäre vorteilhaft. Aber irgendwie hatte ich die Angst, dass wenn ich an der Stelle jetzt nach vorne lenke, dass ich dann auch noch zu weit nach vorne lenke, wenn ich mich schon oben auf dem Förderband befinde. Und das dann zur Folge hat, dass ich einfach oben über das Förderband drüber laufe. Weg mit dir. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich sollte bei Rushquill darauf achten, dass ich mehr so auf dem hinteren Teil lande. Der Sprung hier ist übrigens gar nicht mal so nett. Habe ihn zwar bisher, glaube ich, immer hingekriegt, aber er ist nicht nett. Nicht sehr freundlich, nein. Oder wie eine Person von früher sagen würde, nicht sehr lebensgewürzig. Und ja, es gibt Leute, die das sagen. Aua. Whoop. So.
Dass man die Hinterblöcke da aber auch nicht treffen kann, ne? So, so, so. Durch sind wir. Kurz nochmal Lebenspunkte ernten. Wie üblich, große Waffenenergie wird investiert. Bei den kleinen ist es mir jetzt die ganze Sache nicht unbedingt wert. Wobei, angesichts der... Naja, okay. Das war ja noch in Ordnung. Ja, okay, ne? Da sage ich natürlich auch nicht nein dazu. Gemein ist an der einen Stelle... Oh. Gemein ist an der einen Stelle halt nur, ich kann halt wirklich außer Rush-Quellen nichts benutzen. Und ich bin jetzt mal der festen Überzeugung, dass man Rush-Quellen an der Stelle nutzen muss, um anständig vorbeizukommen. Auf der anderen Seite... Hey, Schaden! Hey, Schaden! Habe ich mir gerade, als ich draufgegangen bin, schon gedacht, warum soll ich eigentlich versuchen, ohne Schaden durchzukommen? Ich habe es mir ja schließlich nicht als Regel gesetzt. Wenn ich mir als Ziel gesetzt hätte, in diesem Spiel keine Lebenspunkte zu verlieren, dann, naja, hätte ich das schon anders gemacht. Und so wie das jetzt gerade aussieht, na, wobei, ich kann mir doch hier so einen Gegner erscheinen lassen. Wartet mal kurz, Leute. So viel Zeit muss sein. Ja, toll. Okay. Na komm, gib mir ein paar Lebenspunkte. Ja, das ist sogar mehr, als ich erwartet hatte. Komm, noch so ein Päckchen und dann gehen wir zum Boss. Auch wenn ich ihn erstmal trotzdem ohne Waffen probieren werde. Das ist nämlich einer der... Oh. Das ist nämlich einer der Bosse, die ich eigentlich schon mal gerne ohne Waffe schaffen wollen würde. Gut, ich meine, ich gebe dem Ganzen deswegen trotzdem nur eine Runde. In der nächsten Runde nutze ich dann die Waffe wieder, weil ich keinen Bock drauf habe, im schlimmsten Fall das ganze Level nochmal machen zu müssen. Das ist es mir dann doch nicht wert. Nee, ist alles voll. Na dann, probieren wir uns doch mal. Weil ich meine, wenn ich hier schon Leben hinterhergeworfen kriege, dann... Ja Gott, das war halt jetzt minimal dämlich, ne? Das ebenfalls. Bin ich jetzt wirklich von dem Ding getroffen worden? Und warum schieße ich die so knapp hintereinander ab? Das muss doch nicht sein. Nö. Na gut, bin doch zu blöd für den Boss. Wobei, schauen wir mal, wie viele Leben haben wir denn noch? Können wir uns noch einen Versuch leisten? Ach komm, ein Versuch geht noch.
Hat irgendwer gedacht, ich würde den Boss jetzt plötzlich ohne Schaden machen? Nee. Nee, nee, Leute. Hier gibt's keine Wunder. Dieser Boss. So. Ohne Waffen geschafft. Meine Güte. Ich komme halt nicht damit zurecht, dass diese kleinen Roboter, was auch immer die darstellen sollen, diese kleinen Köpfe, dass die zufallsbasiert herunterkommen. Damit komme ich nicht zurecht. Ach, Super Metroid. Super Metroid mit... mit nicht existenter Gravitation. Ach ja, und dann am Anfang merkt man natürlich, es ist ein Level von Ozoma. Ist mir ja mittlerweile auch gesagt worden, dass das eine Signatur von ihm ist. Ich mochte die Stelle im Original schon nicht mit dem Wasser und den sich drehenden Plattformen. Konnte ich auch damals schon nicht mit umgehen. Damit konnte ich damals schon nicht umgehen. Warum kriege ich denn diesen Sprung nicht hin? Dachte ich schon, ich hätte versehentlich das Falsche gedrückt, aber das Spiel ist ja nicht böse. Aber die Passage fällt relativ am Anfang. Da traue ich mich schon noch etwas versuchen. Ja, da hatte ich jetzt einen zittrigen Finger. Und das da ist machbar, okay. Ich bin ziemlich sicher, dass die Passage dafür gedacht ist, dass man sie ohne Rushjet macht. Daher möchte ich sie wenigstens einmal ohne geschafft haben, sollte der Rest des Levels sich dann wieder als nervtötend herausstellen, kann man das Ganze ja immer noch ändern. Ja, es ist schaffbar, aber nicht ganz einfach. Ein Meridia-Level. Auch eine interessante Idee. Mag auf jeden Fall die Grafik. Vielfalt, die es in diesem Spiel gibt, in diesem Hack. Die gefällt mir sehr gut. Ist eine schöne Mischung dabei. Mit den Grafiken hier auch ein Grafikstil, den ich glaube bisher noch in keinem Mega Man Hack gesehen habe. So. Gut, damit wäre die Passage wenigstens einmal geschafft. Ich nehme jetzt mal an, das war auch so gedacht. Ja, da wäre ich auch so rübergekommen. Ganze jetzt nochmal ohne. Was machen diese ganzen Räder in der Höhle? Und dann springt er nicht. Genau die Sorge, die ich in dem anderen Level bei dem Rad hatte. Ach, ich kann ja nichts anderes auswählen. Stimmt ja. Aber gut, an der Stelle endet dann diese Folge. Wir haben immerhin ein weiteres Level geschafft. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei Mega Man 5 Overlord 3. Ich bin Xi. Bis dann, Leute. Ciao.